Man wandelt 10 Liter Luft bei 0 Grad Celsius in 8 Liter Luft um, indem man den Druck konstant hält. Berechne die neue Temperatur der Luft. Zuerst schreiben wir alle Angaben auf. Das Volumen V1 beträgt 10 Liter, das heißt 10 Kubikdezimeter, also 0,01 Kubikmeter. Die Temperatur klein T1 beträgt 0 Grad Celsius und demzufolge ist die Temperatur groß T1 gleich zu 273 Kelvin. Das Volumen V2 beträgt 8 Liter, also 8 Kubikdezimeter, also 0,008 Kubikmeter. Wir wissen, dass der Druck konstant bleibt, also P1 gleich P2. Was wir suchen, ist die Temperatur T2, die wir in Kelvin sowie auch in Grad Celsius ausdrücken werden. Zur Verfügung haben wir die ideale Gasgleichung. Das ist der Zustand 1 von der Luft mit den Parametern P1, V1 und T1 und das ist der zweite Zustand der Luft mit den Parametern P2, V2 und P2. Aus der idealen Gasgleichung können wir schließen, dass P1, V1 auf T1 gleich sein muss zu P2, V2 auf T2, denn beide Brüche sind gleich zu N mal R. Da wir wissen, dass P1 gleich P2 ist, können wir daraus schließen, dass V1 auf T1 gleich sein muss zu V2 auf T2, woraus wir wiederum schließen, dass T2 gleich ist zu V2 mal T1 auf V1. Jetzt brauchen wir nur noch diese drei Größen durch die bekannten Werte zu ersetzen und finden so 218,4, was also heißt, die Temperatur T2 beträgt 218,4 Kelvin und wenn wir von dieser Zahl 273 abziehen, dann finden wir diese Temperatur in Grad Celsius ausgedrückt. Also klein T2 beträgt minus 54,6 Grad Celsius.